Der Kolkrabe ist früher einmal häufig gewesen. In vielen Sagen und Märchen spielt er eine Rolle. Aber er war wenig beliebt. Daran hat sich kaum etwas geändert. Was ein Unglücksrabe ist, weiß auch heute jeder. Rabeneltern wünscht sich niemand. Und einem Galgenvogel traut auch keiner etwas Gutes zu. In Brehms Tierleben aus dem Jahr 1920 ist zu lesen: Aber er ist auch ein Raubvogel ersten Ranges, kann außerordentlich schädlich werden und ist in einigermaßen von Menschen dichter bewohnten Gegenden nicht zu dulden. Folge dieser Vorurteile: Der Kolkrabe wurde bei uns vertrieben. Seit einigen Jahren kommt er im Norden und Süden Deutschlands wieder häufiger vor. Sein Flug wirkt nahezu majestätisch. Auffällig sind das keilförmige Schwanzende und die tiefe Stimme. Er ist der größte Singvogel der Erde. Vom Schnabel bis zum Schwanz misst er über 60 cm. Deshalb ist er leicht von der kleineren Rabenkrähe zu unterscheiden. Beide haben ein schwarzes, manchmal blau schillerndes Gefieder und einen großen, kräftigen Schnabel. Bei den Rabenvögeln sehen Männchen und Weibchen fast gleich aus. Manchmal ist das Weibchen etwas kleiner. Kolkraben übertreffen in ihrer Dreistigkeit sogar noch Silbermöwen und treiben hier ihren Schabernack mit ihnen. Dieser Rabe hätte in Freiheit keine Chance. Als Jungtier verletzt aufgefunden, lebt er jetzt in einer Voliere. Ansonsten ist es verboten, Singvögel in Gefangenschaft zu halten. Der Vogel ist auf den Menschen geprägt. Dieser Ruf ist kein Sprechen, sondern nur Nachahmung menschlicher Laute. Er will auf sich aufmerksam machen. Und nicht nur Menschen ahmt er nach. Raben gehören zu den lernfähigsten Vögeln. In Freiheit hilft dem Raben diese Lernfähigkeit zum Überleben. Auch harte Winter machen ihm nichts aus. Als gewandter Flieger braucht der Rabe freie Landschaft. Lichte Laubwälder mag er am liebsten. Dort ist der Horst, gut geschützt in der Astgabel. Aber er nimmt auch den düsteren Nadelforst an, wenn er nichts Besseres findet.
Seitdem er unter Naturschutz steht und nicht mehr verfolgt werden darf, siedelt er sich sogar auf solchen Masten an. Abfalldeponien nützen vielen Tieren heute als Nahrungsquellen, auch dem Raben. Die Abfälle hier sind Ausgleich für einen Teil seiner natürlichen Nahrung. Der Kolkrabe ist ein Allesfresser. Er frisst Pflanzenteile, zum Beispiel Weizenkeimlinge, Obst und Beeren. Er frisst Insekten und Würmer, Schnecken und manchmal auch kleine Wirbeltiere wie Mäuse, Junghasen und Vogelbrut. Im Winter ernährt er sich vorwiegend von Toten und kranken Tieren. Er übernimmt damit auch die Rolle der Gesundheitspolizei. Dieser Trupp junger Raben ist unternehmungslustig. Die Männchen wollen den Weibchen gefallen. Ihre Verbeugungen sind Teil des Balzverhaltens. Hampelmann nennen Verhaltensforscher die werbenden Sprünge. Am Verhalten der Raben erkennt der Beobachter, welche Vögel zusammengehören. Diese beiden sind schon lange ein Paar und das geben sie den Jugendlichen zu verstehen. Männchen und Weibchen pflegen sich das Gefieder gegenseitig. Bei der Pflege von Kopf und Augen gehen sie besonders behutsam vor. Es sind soziale Verhaltensweisen, die die Partnerbindung stärken. Den Zusammenhalt des Paares demonstrieren die Vögel auch durch Flugspiele. Gemeinsames Fliegen und Segeln über dem Revier ist ein Zeichen für die begonnene Brut. Mit nur wenigen Flügelschlägen gleiten sie elegant durch die Lüfte. So zeigen sie Artgenossen, dass dieses Revier besetzt ist. Kolkraben brauchen weite Flächen, um genügend Nahrung zu finden. Das Paar bleibt ein Leben lang zusammen, möglichst im gleichen Revier. Ende Februar beginnen sie mit dem Eierlegen. Jetzt ist es Mitte März. 3 Wochen Brutzeit sind verstrichen. Die Eischale ist schon eingeritzt. Mit dem Eizahn, einem Kalkhöcker auf der Schnabelspitze, sägt das Junge von innen einen Spalt in die Eischale. Es dauert Stunden, manchmal 2 Tage, bis es sich herausgearbeitet hat. Die hilflosen Jungen können nur durch die fürsorgliche Pflege ihrer Rabeneltern überleben. Sie sind, wie alle Singvögel, Nesthocker. Wir wollen in den nächsten Tagen nicht stören, sondern warten, bis die Nestlinge weiter herangewachsen sind. Zwei Wochen später. Die ersten Flaumhärchen der jungen Kolkraben sind noch hell. Jetzt im April haben sie schon ein fast vollständiges Gefieder. Eng aneinander gedrückt, wärmen sie sich gegenseitig. Er wartet schon auf die nächste Fütterung.
Die Altvögel sind ständig damit beschäftigt, Futter herbeizubringen. Rabenmutter und Rabenvater wechseln sich ab. Ein Elternteil bleibt immer in der Nähe der Jungen. Die Altvögel sorgen auch dafür, dass die Kinderstube sauber bleibt. Auch wenn die Jungen im Mai schon fast erwachsen sind, betteln sie immer noch um Futter. Insgesamt 5 bis 6 Wochen bleiben sie im Nest. Im Frühsommer verlassen die jungen Raben das Revier der Eltern. Dann wandern auch die Altvögel wieder im großen Umkreis umher. Die jungen Raben sind noch ungebunden und ziehen in Gruppen und Schwärmen durch die Landschaft, eher als Sammler denn als Jäger. Unverständlich, dass dieser Vogel vom Menschen rücksichtslos verfolgt wurde. Zu seinen natürlichen Feinden gehören Greifvögel und andere Rabenvögel. Sie rauben ihm Eier und Brut und regulieren damit den Bestand. Die Nahrung des Raben ist so vielfältig, dass er niemandem schadet. Solche Bilder verstärken die Vorurteile gegen den Raben. Dabei übernimmt er nur die Aufgabe der Gesundheitspolizei. Dennoch berichten Zeitungen heute wieder von der schwarzen Seele des Kolkraben. Und von seinen angeblichen Verbrechen. Warum tut man diesem klugen Vogel immer noch Unrecht? Kolkrabenpaare beanspruchen ein großes Revier. So verhindern sie selbst eine zu dichte Besiedlung der Landschaft. Es gibt wirklich keinen Grund, den Kolkraben zu verfolgen.